Also Molly Tja, Loredana, Album was sagen wir angekündigt. dazu, ne? Die haben Heftig. viel Dings Wirbelwind gemacht, wie viel Sturm gemacht, auch mit dem Bild, was überall in den Nachrichten war, mit dem zweiten Baby, was man, glaube ich, Ja. eher als Promo für das Album war. Und jetzt mit dem Track Schließt hier, du ne? was? Sag nicht sowas, Digga. Das war kein Promo, das ist wirklich, ich bin ihre Nachbarin. Ja, wir werden es Ja, noch Mann. herausfinden. Geil. Ich freue mich einfach schon auf den Part, wenn Mosik auf Deutsch rappt, Ja, Digga. auf jeden Fall Beste mit ever. Musik, ne? Ah, ist heftig. Oh, nice. Ist alles nur passiert, denn wir waren so verliebt. Jetzt sind alle live bei unserem Rosenkrieg. Ja, das ist aber auch ein Thema, so was immer sehr oft in Kritik steht. Ne? Sollte man mit der Beziehung auch öffentlich gehen oder sollte man es nicht? Das ist das Oder. Problem. Sobald du es in die Öffentlichkeit bringst, genau, ist eigentlich meistens schon ein Rip, Alter. Ja. Man gibt jeder seinen Senf dazu und jeder meint dann, er hat irgendwelche Insider-Infos oder keine Ahnung was und so. Ja, Aber ist bei denen ist gefährlich. es ja auch so, dass beide Personen in der Öffentlichkeit stehen und dass deshalb könnte man meinen, dass das ein bisschen besser dann gehandhabt werden kann. Auf jeden Fall mega in der Öffentlichkeit auch, ne? Also ich muss sagen, aber Loredana fand ich hat sehr, wie nennt man das? Also ich hab es auf jeden Fall abgekauft, hat gut reingestartet, finde ich. Ja. Hab ihr das gut abgekauft, dass sie das so auf den hat es gut rübergebracht, auf jeden Fall. Die Ich glaube, das Schauspielkünste wird sind ein da. heftiger. Oh, alles echt. Aus tausend Gefühlen wurde Politik. Jeder Streit von uns zwei ging so weit, bis man am Boden liegt. Das alles nur passierte, wir waren so verliebt. Ey, Lori, wie lief's? Gibt's einen Grund, warum man Mosi in Stories nicht sieht? Warum löscht du eure Songs aus deinem Profil? Ja, stimmt, ne? Auch Ja, das ist, ne? die ganzen Hater-Kommentare oder die ganzen Kommentare Ja, in den ja. Feeds von den beiden dann, ne? Die Das lechzen sich danach, ne? natürlich, ey, vor allem so große Fanbase wie die auch haben und wer weiß, was da alles an Massen sich angehäuft haben. Viele Augen da rumfliegen um die herum, ey. Ja, so ist das. Langsam wird mir diese ganze Sache jetzt zu viel. Jeder denkt, die Schuld, sie wäre mein. Doch es gibt zwei Seiten. Auch gute Aussage, ne? Nur die Wahrheit kennen nur wir beide, ne? Das ist halt das. Und vor allem Alle bei dem war sagen das ja was, sogar dies, noch. das. Ja, erzähl. Sag ruhig, Nee, sag erzähl du ruhig. erst mal. Ich hab vergessen. Ja, vor allem bei dem ist auch noch problematischer, weil die auch noch ein Kind haben, ne? Das ist so. Auf Also, jeden Fall, vor immer. allem bei der Trennung, da denkt man sich ja, okay, eigentlich ist das nicht so schlimm. Aber wenn man ein Kind hat, das bringt das Ganze nochmal in eine andere Rubrik, so. Ganz andere Ebene auch, ne? Na klar. Ja, aber gut, ne? Das, also man, vielleicht haben sie auch daran gedacht, so, hey, wir sind auch erwachsene Menschen und so. Ne? Lass mal hier dies und das. Aber man muss schon Das mit. sagen, da sind schon die Fronten geflogen am Anfang, ne? In den Tracks auch die ganzen Hiebe. Klar. Viel, viel Gefühl auch steckt bestimmt da drin, weißt du? Und dann, wenn du Safe. so krass so ein Gefühlschaos hast, dann kommen auch manchmal Sachen aus einem raus, die man halt vielleicht auch später dann bereut, so, ne? Dass man sie gesagt hat, so mäßig. Und dass sie nach all dem Ja. dann wieder zu sich gefunden haben, mach. Oh, guck mal, die lächeln auch schön und so alle, ne? Toll. Oh, Sind sehr sind glücklich, das Digga. Ausschnitte von deren Kind? Oder ist das jetzt nur Ja, krass, gespielt? ne? Ja, kann gut sein, ja, wer weiß. Aber irgendwann ging das zu Hause weiter. Unser Ende und die Show, mir war zum Weinen, ja. Und dazu kommt dann noch das ganze Theater, babe. Ist alles nur passiert, denn wir waren so verliebt. Oh, das müssen wir Ja, uns nochmal geben geil, gleich. geil. Das war heftig. Ah, tschüss. Jetzt sind alle live bei unserem Rosenkrieg. Aus tausend Gefühlen wurde Politik. Jeder Streit von uns zwei ging so weit, bis man am Boden liegt. Ist alles nur passiert, denn wir waren so verliebt. Aber Ja, ganz anderes Feeling, ne? finde ich richtig geil für die Digga, auf Deutsch Ja, und dann ja. auch in die, wie er da so abliebt. Finde ich geil, ein geiler Part, Digga. Mann, Musik mega. Ey, immer viel Stress. Es wurde nur schlimmer und ich lief weg. Kann mich noch erinnern an die Liebe. Baby hatte Baby, sag, was ist passiert denn? Schön, schön wieder, wie Trümmer, Villa, Porto, Vanilla, Eton. Boah, heftig, das war heftig, ne? Das Die ist hätte ich eine. jetzt auch gekriegt, Boah, Digga. also seine Stimme ist schon einzigartig, ne? Ja, Vor allem, das war heftig. wenn er dann auf seine Sprache nochmal hier abliefert. Nice, Mann. Ja, aber er meint auch, ne, er ist weggelaufen, ne? So sei auf den, vielleicht kann man das so interpretieren. Gab es viel Stress, dies, das, und er hat einfach vielleicht auch die Biege gemacht, ne? So ein Quasi. Geständnis auch nur von Könnte auch seinen sein. eigenen Fehlern ein bisschen. Schöner, schöner
Dünner, nix ist mehr wie früher, früher. Das ist dort hier Dünner, Dünner. Genau die Momente. Ist alles nur passiert, denn wir waren so verliebt. Beat ist auch heftig jetzt, ne? Oh, mit den Gitarren-Solo hier? Ja, Mann, das war krass, nice. Ja, heftig, die zeigen auch richtig die Kinder alles, ne? Komplett, auch als Baby und so zeigen die, ne? Alle, also wenn, das, ich gehe davon stark aus, dass das wirklich die Familie ist, komplett. Ich glaube nicht, dass sie das nur Schauspieler benutzen. Ich weiß nicht, ne? Also man könnte viel erwarten, also man kann mit vielem rechnen von den beiden. Ich kann mir vorstellen, dass das echt, also alles legit ist. Ja, aber also, muss man auch bedenken, die ganze Zeit, wie sie das geheim halten, hielten konnte, ne? Ja, das habe ich, glaube ich, so einen Artikel mal gelesen, dass irgendwie das krasseste des Jahres oder so, Loredana, dass sie ihre Schwangerschaft irgendwie so geheim halten konnte, mäßig. Gibt ja manchmal Frauen, die kriegen nicht so einen krassen Schwangerschaftsbauch, ne? Gibt's ja auch. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt nach der offiziellen Bestätigung, ne? Ich werde auch auf jeden Fall mich nochmal danach informieren, genau, was da alles los ist. Aber heftig. Jetzt sind alle sagen wir auch nochmal Glückwunsch, ne? Wenn's ja, so Glückwunsch schon, wenn es war es. Zum Rosenkrieg. Auch das in den Gefühlen vor der Politik. Jeder Streit von uns zwei ging so weit, bis man am Boden liegt. Oh. Ist alles nur passiert, denn wir waren so verliebt. Das alles nur passiert. Aber irgendjemand weggeschubst. Aber was ist eigentlich sein Job da die ganze Zeit? Warum geiert er so die ganze Zeit? Weiß auch nicht. Vielleicht so ein bisschen, ne? Hiebe von ihrem Ex. Wir wissen ja, wer das hier war, aber keine Ahnung. Ja, aber dass sie den dann im Video zeigen, so auf den so oder andeuten, auf den, auf Eifersucht so oder keine Ahnung was, ne, so mäßig. Ja, weiß nicht, ne? Auf jeden Fall, den haben die jetzt ein paar Mal schon gezeigt, ihn, ne? So auf den, dass er immer so komisch guckt. Wir sind gespannt in den Kommentaren. Denn wir waren so verliebt. Okay, ja. Fuckfinger zeigt auch nochmal hinterher. aber man muss schon sagen, diese Kombi passt schon richtig mächtig, auch künstlerisch gesehen. Die zwei passen schon gut zusammen. Kraft bleiben, ganz egal, was noch kommen mag. Und auch wenn ich noch mehr Tonnen trag, bis zum Ziel, weil ich muss, halt den Kopf hoch, Bruder, bleib stabil bis zum Schluss. Tausendmal fallen, aber einmal mehr aufstehen. Der Blick geht nach vorne, niemals aufgeben. Niemals einknicken, Bruder, steh stark. Gebe niemals nach, bis zum Tod, dicker Braveheart.